Hallo und herzlich willkommen zu den Tasting Mornings. Ich bin Martin und heute stelle ich euch vom Kalender-Tasting die Nummer 24, den Dalwini, 25 Jahre vor. Der ist 1989 destilliert worden und 2015 abgefüllt. So, jetzt haben wir hier die rutschigen Finger. Mal kriegen wir es wieder nicht mit auf. Mal gucken hier. So. Zack. Ja. 25 Jahre. Nicht gefärbt. Nicht. Ja, 0,7 Liter. Kosten ungefähr 398 Euro. Hat 48% Volumenalkohol. Also 48,8. Und ja, ist der fünfte und letzte Dalwini, der für diese Special Releases von Diageo als Limited Edition herausgebracht wurde. Dieser Single Malt reifte in Oxhead und wurde in Fassstärke abgefüllt. Ja, limitiert auf 5916 Flaschen. Und vom Aroma her habe ich hier einen weichen, wächsernen Geruch. Leichte Zitrusnote. Gras, ein bisschen Heu. Kann aber auch hier an den umliegenden Feldern liegen. Da ist gerade die Mähsaison. Frisch, fruchtig, bisschen Vanille. Kernobst. Also wie aus Omas Obstgarten. Ja, Fassstärke müssen wir ein bisschen ruhen lassen. Für euch nur ein paar Sekunden, für mich etwas länger. Jetzt hat er geatmet, das gute Wetter ist weg. Ach, ich stelle euch hier mal gerade ein bisschen unter. So, und dann können wir auch weitermachen hier. Also, schön fruchtig riecht er ja schon. Jetzt sind 20 Minuten vergangen, jetzt hat er atmen können. Und jetzt probieren wir. Cheers. Schön weich, malzig, süß. Das Fenster hat auch eine schöne Öligkeit. Zitrus. Haben wir eine. Also sehr, sehr ja, aromatisch. Der Abgang ist trocken, nicht allzu lang, hat so ein bisschen was von Kiefern. So wie Kiefern riechen oder wenn er an Kiefernharz riecht, so schmeckt das auch so ein bisschen. Und ein ganz leichtes Raucharoma. Ja. Na, sind die Bremsen unterwegs. Also alles in allem würde ich sagen, ein sehr, sehr bekömmlicher, guter Whisky. Leider ist er sehr, sehr teuer mit 400 Euro. Aber wenn ihr mal einen Dram davon kriegen könnt, macht es. Es schmeckt wirklich gut. Ja, in dem Sinne, wenn euch das kleine feine Video hier gefallen hat, dann lasst ein Like da, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, dann verpasst ihr keins mehr der Videos, die hier jeden Samstag um 14 Uhr kommen. In dem Sinne, cheers und tschüss.